Hallo, ich bin Pia und ich möchte euch heute etwas über das Herz erzählen. Mit dem Herz meine ich natürlich das menschliche Organ. Aber warum schlägt das Herz überhaupt? Schauen wir uns zur Erinnerung den Aufbau des Herzens an. So, da ist das Herz und es bewegt sich, sogar rhythmisch. Kannst du es hören? Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es Gefäßarten, die zum Herzen hinführen und die vom Herzen wegführen. Die Arterien führen immer vom Herzen weg und die Venen führen immer zum Herzen hin. Das Blut wird somit wie in einem großen Kreislauf transportiert. Hier unten könnt ihr übrigens die Herzspitze sehen. So sieht das Herz von innen aus. Ganz schön kompliziert, oder? Kannst du noch alle Strukturen benennen? Ich helfe dir auf die Sprünge. Das Herz lässt sich in eine rechte und eine linke Hälfte einteilen. Diese werden durch die Herzscheidewand getrennt und sind von der Herzwand umschlossen. Hier können wir den rechten Vorhof und die rechte Herzkammer sehen. Gegenüber liegen der linke Vorhof und die linke Herzkammer. Die Vorhöfe werden durch die Sägeklappen von den Herzkammern getrennt. Hier sind die großen Arterien zu sehen, die das Blut aus dem Herzen in den Körper befördern. Das ist die Aorta, die größte Arterie, und hier die Lungenarterie. Diese beiden sind jeweils durch die Taschenklappen verschlossen. Die Venen transportieren das Blut in die Vorhöfe. Die obere und untere Hohlvene in den rechten Vorhof und die Lungenvene in den linken Vorhof. Huch, warum ist es denn plötzlich so dunkel? Oh, ich glaube, die Glühbirne ist durchgebrannt. Moment, ich werde sie auswechseln. Ah, hier läuft gerade etwas schief. Schnell den Strom ausschalten. Und jetzt noch schnell das Licht an. Oh oh, ich glaube, wir sollten Pia helfen und schnell einen Notarzt rufen. Pia scheint bewusstlos zu sein. Ah, schaut her. Pia ist wieder aufgewacht. Pia, ist alles okay bei dir? Ja, ich denke schon, aber ich fühle mich irgendwie nicht sehr gut. Keine Angst, ich habe den Notarzt bereits gerufen. Ah, ich kann ihn schon hören. Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er sagt, Pia könnte durch den Stromschlag womöglich Herzrhythmusstörungen erleiden. Deswegen bleibt Pia erstmal im Krankenhaus, um sie dort zu überwachen. Aber was sind Herzrhythmusstörungen überhaupt? Welche Auswirkungen haben Herzrhythmusstörungen auf Pias Körper? Welchen Effekt hat der Stromschlag auf Pias Herz? Und was hat der Strom mit der ganzen Sache zu tun?